Okay. Ich habe übrigens Fortschritte gemacht. Ich habe jetzt eine Wasserflasche neben meinem Schreibtisch, damit ich meine Stimme wieder befeuchten kann. Okay, jedenfalls, letztes Mal haben wir Schwimmflossen gefunden. Keine Ahnung, nein, so Froschfüße. Froschpatschen nenne ich das jetzt. Froschpatschel. Okay, und damit können wir jetzt tauchen. Endlich. Das heißt, ich kann da jetzt runter. Er treibt zwar immer noch hilflos im Wasser, aber dann kann ich nach unten und ja, endlich. Was machen? So. Aber was kann ich machen? Ich kann mal da unten in die Tür hinschwimmen. In die Tür hinschwimmen. So. Nein! Ja, Wario. Gott, ich wünschte, Wario könnte noch nicht schwimmen. Kann ich dich irgendwie töten oder so? Würde ich nämlich gern. Ich kann dich nur antreiben. Okay, Rainer. Okay, da ist anscheinend nichts. Dann mal in die Strömung. Oh nein, da will ich hin. Nein, 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 nein. So, und darauf. Das hat uns viel gebracht. Wie komme ich da hin? Der Münze, ist egal. Da, ach so, da komme ich nur wieder zum Anfang hin, wenn ich irgendwo falsch abgebogen bin. So. Danke. So. Nein, ich will da unten hin. Das war falsch. Das war falsch. Ach Gott. Ich verirre mich jetzt schon wieder so. Sorry, Leute. Sorry. So. Okay. Dann halt nach oben. Nein, noch nicht dahin. Da geht's nicht hin, da geht's aber rauf. Und dann bin ich wieder am Anfang, oder? Naja, wenigstens eine Münze, die uns nichts bringt. Oh, liebe Münze, die uns nichts bringt. Okay, da müssen wir aber irgendwie... Moment, Moment. Ich will nur wissen, wie man da zu der Münze kommt. Das, da muss es doch einen Trick geben. Oder auch nicht. Nein, ach. Keine Ahnung. Und wie kommen wir dahin? Da muss es doch irgendwas geben. Okay, lassen wir uns treiben. Naja, egal. Sollte ich es irgendwann... Sollte ich dann wirklich mal so weit kommen, dass ich die Münzen endlich einsammeln kann, alle. Dann... Und sollte ich dann genau diese nicht schaffen... Dann kann ich das auch im Internet oder sonst wo nachgucken. Oder ihr könnt es mir sagen. Okay, wir haben den grünen Schlüssel. Das ist schon mal sehr gut, weil den brauchen wir wahrscheinlich gleich. So, und jetzt können wir wieder zum Anfang zurück. Wieder mal. Aber da geht's... Da geht nichts kaputt, ne? Da geht nichts kaputt. Da, das geht nicht. So, nein, ich will da hin. So, danke. Oder ist da oben noch was? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ich will jetzt nur die grüne Schatztruhe finden und dann heimfahren. So. Ein Endboss! Was ist das? Geisterratte! Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Dinger uns in einen Zombie verwandeln. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Aber was muss ich mit denen machen? Okay, ich glaube, diese Dinger darf ich nicht berühren, die aber. Okay, nein, sie blasen uns auf. Aber was muss ich da mit diesen Dingern machen? Okay, da komme ich dann wieder raus. Wenn ich beim Boss einfahre. Und da. Aha. So, nein. Ach Gott. Warte, ich will dahin. Da komme ich zum Anfang, oder was? Ja, warte, da komme ich zum Anfang. Dann gleich da unten. So. So. So, okay. Und rein da. Rein da, Wario. So. Und es kommt der Boss. Okay. Wie besiege ich dich? Auf jeden Fall nicht mit dem, weil du verschwindest dann sowieso sofort. Also bringt es auch nichts, wenn ich gleich in dich reinschwebe. So. Muss ich vielleicht... Oh Gott, was... Was ist denn jetzt passiert? Das war jetzt irgendwie was anderes. Okay. Naja. Ab dem nächsten Mal, wo ich wieder einfahre, schneide ich den Weg zum Boss wieder hin, weil den kennt ihr ja dann bereits. So, okay.
Manche von euch sind mir sicher dankbar, dass ich da ein bisschen was schneide, weil sonst vergeudet man so viel Zeit vom Tag. Ich wollte nicht zurück, Mario. Tu bitte das, was ich dir befehle. So. Okay. Boss. So. Zombie-Ratte. Das war nicht klug. Ich glaube, ich muss ja irgendwie schon die Stachelkugeln da treffen. Mal sehen, ob die mir wehtun. Oh, oh. Soll ich draufhüpfen? Nee. Und das was? Ah, okay. Ich muss sie einfach kicken und dann fliegen sie und dann... Nein. Vorbeigeflogen. Okay, ich muss da ein bisschen den Winkel berechnen. Nein, falsch. Okay. Okay, wenn ich das treffe, werde ich aufgeblasen. Das habe ich nicht gewusst. Okay, ich schneide mal. So, okay, ich bin wieder hier. Komm, komm, du Zombie-Ratte. Diesmal besiege ich dich. Diesmal kannst du mir nichts anhaben. Und diesmal bin ich vorbereitet, weil jetzt weiß ich, wie ich dich besiege, du. Du Sau, du Radde. Du Radde. So. Oder, ich weiß es auch nicht. Ich sollte zuerst drüber springen und es dann kicken. So. Und zwar so und dann so. Und knapp vorbei, aber es hätte ja klappen können. So. Warum ist das schon wieder passiert? Aber diesmal besiege ich dich, du Sau. Du Radde. So, aber diesmal. Vorbei. So. Okay, dann mach ich es halt wieder auf die... Warum? Warum? Hol mir einen her, der mir sagt, warum? So, okay. Ist das jetzt vierter oder fünfter Versuch? Ist egal. Ihr könnt mitzählen, wenn ihr wollt. Mir egal. Mir ist alles egal. Ich will den Arsch da oben nur einfach besiegen. Wenn ich es schaffen würde... Und wieder mal geht der Part für eine lausige Ratte drauf. Oder warte, ist das überhaupt eine Ratte oder ist das ein Känguru? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Ich meine, für eine Ratte hat es schon einen ziemlich dicken... Ich sag jetzt nicht Schwanz. Weil so pubertär wie unsere Community auf YouTube ist, verstehen das alle wieder falsch. Weißt du, der Trick ist, du musst einfach ein bisschen warten, bis du den angreifst. So, wahrscheinlich einmal noch, oder? Jetzt hüpft er auch noch, wie ein Flummi. Obwohl er Stacheln hat, der müsste im Boden stecken bleiben. Wenn er mich pieksen kann, dann kann er ja wohl auch den Boden pieken. Bam, 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 oder ist das ein Fuchs? Das ist ein Fuchs, weil da stehen auch Fuchsstatuen. Obwohl, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was was ist. Was ist eigentlich Wario? Ist das ein Mensch oder einfach nur ein fieser Fettsack? Das war voll fail. Wario, bitte. Kannst du nicht ein bisschen Winkel berechnen? Hast du in Mathe niemals aufgepasst, oder was? So, und go. Nein, schon wieder daneben. Das gibt's doch nicht. Du mieser, blöder Fuchs. So, du Fuchs. Nein! Fox McCloud. Ich nenne dich jetzt einfach Fox McCloud. Wow, ich muss echt mir angewöhnen zu springen. Sag mal, schon wieder vorbei. Ich muss mir angewöhnen zu springen, wenn er das Stachelding auf den Boden haut. Ungefähr so. So. Rap. Presenting. Komm jetzt bitte. So. Wow! Ah! Er hat mich schon wieder getroffen. Das gibt's nicht. Ach Gott. Ich komme in Let's Plays irgendwie verrückt rüber und ich habe keine Ahnung warum. Nur, dass ihr einen Vergleich habt. Ich habe jetzt schon 11,5 Minuten aufgenommen, also wenn ihr wisst, was da weggeschnitten ist. Und zählt gleich noch ein paar Sekunden dazu, okay? Du blöder Fuchs! Nur weil du Mantel hast, heißt das nicht, dass du zaubern kannst. So. Beziehungsweise zaubern darfst.
Duck. Das hat doch deine Füße gestreift. Schon wieder. Der wievielte Versuch ist das jetzt eigentlich? Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht mitgezählt. Ist das ein Fuchs oder ein Känguru oder eine Ratte? Fox McCloud. I've been looking through this day to see you again, Fox McCloud. And Russ! And now I will destroy the Lilith system! I've got to stop him! Falls er dieses Zitat kennt, ich mach Werbung für dich, wenn du es errätst. Es kann sein, dass das Zitat ein bisschen nicht die den originalen Wortlaut hat, aber so ähnlich klingt es irgendwie. Der Erste, der dies errät, wird dem, wenn ich wieder aufnehme, verlinkt. Also vielleicht nicht in den nächsten drei Parts oder so, aber irgendwann wirst du dann verlinkt. So. Es sei denn, es ist ein Jahr später oder so, oder ein Monat. Weil dann... keine Ahnung. Ist egal, dann war's zu spät. So. Komm, jetzt treffe ich dich. Ja. So. Wisst ihr, was ich nicht mag? Den Boss da. I've been looking to the state to see you again, Fox McCloud. Bla bla bla, so. Ich mag die Musik, ich mag die Musik. Du magst die Musik, daneben, du Sau. Wario, du kannst nix. Wario, du kannst nix. So, und jetzt? Nein! Rap, rap, rap. Nein, ich muss länger warten, bis ich das Vieh stoppe. So. Jetzt! Ja! Nein! Es folgen komische Geräusche. So, ich bin jetzt fest entschlossen, dass ich das schaffe. Ich muss das machen, weil mir gehen langsam die Witze aus, wenn ich fehle. Und der Gesprächsstoff geht mir auch aus. Und jetzt? Ja, geht doch so. Und jetzt schieß wieder einen deiner Stachelhoden runter. Danke. Und jetzt? Komm, 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 ein bisschen. Ein bisschen, nur ein bisschen. Komm, und jetzt? Haha. Und jetzt fangen die Stachelhoden an zu hüpfen. Jetzt muss ich aufpassen. Wow, 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 wow. Die, you motherfucking bitch! Und jetzt kann... jetzt geht das da weg. Jetzt kann ich da durch. Und irgendwie fliegt die Fuchsstatue da trotzdem nicht runter. Und da ist da die grüne Box. Gut, dass ich den grünen Schlüssel eingesammelt habe. Sonst wäre ich jetzt ziemlich angepisst. Okay, aber egal wie lange der Part dauert, ich will das andere Level auch noch machen. So, was ist denn da drin? Ein Fächer. Für was braucht Wario einen Fächer? Vielleicht um Wind wegzupusten? Wir werden es gleich sehen, was wir mit dem Fächer machen können. Wow, eine ganze Münze. Oh, das sieht aber süß aus, Wario. Ah, er kann den Rauch wegpusten. Und jetzt geht's da weiter. Und irgendwie war das gar nicht mein Flugzeug, was ich mal vermute. The Stagnant Swamp. The Pregnant Swamp. Okay. Ist egal. So. Und es ist wieder Tag. Und irgendwie finde ich keinen Wachsmark rein. Moment. Ah ja, die Big Bridge war das nächste Level. So. Okay. Ist das dunkel oder ist das Öl? So. Wie komme ich da rauf? Wie komme ich zum... Moment. Den grauen Schlüssel. Okay, das habe ich ja schon mal gemacht, glaube ich. Oder? Warte.
Ja, die graue Box ist offen, okay. Okay, return. Da ist der blaue Schlüssel, komme ich da? Okay, da komme ich nicht rauf. Nein, 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 nein. Da kommen wir nicht weiter. Okay, wieder ins Öl, Igitt. Die Richtung wie nach Fisch. So, okay. Ach ja, jetzt kommen wieder die Vögel. Ach nee, das waren Fische. So, okay. Wow. Nein! Genau der letzte, genau der letzte, genau der verdammte, blöde letzte Fisch. Und ja, yo, 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 yo. Das altbewährte Problem. Yo, 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 yo. Okay, da sind keine Fische mehr. So, können wir jetzt da schwimmen? Ja, da geht's. Aber warte, hat's was gebracht? Außer die Münze? Okay, ja, da ist noch mehr. Nein. Nein! Wow, 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 wow. Okay. Okay, da ist nur eine Tür. Geh ich mal rein. Was ist. Ach nein, die Glücksbärchen sind wieder da. Aber ich muss da irgendwie vorbei. Wupp. Okay, so schlimm sind sie da gar nicht. Nur ein bisschen. Whoop. Die. Die, Monster. Okay, und da bekommen wir auch nur eine Münze dann. Okay, die lasse ich dabei mal. Weil es bringt sowieso nichts, wenn ich die einsammle. Weil die Entwickler wollen ja, dass ich alle auf einmal einsammle. Kann ich den damit nur höher treiben lassen? Das ist ja gay. In anderen Spielen konnte ich die umbringen. So. In Variant 4. Ging das schon in Variant 2? Ich glaube nicht, oder? Okay. Da muss das die. Wow, da ist ja Disco da oben. Okay, ist egal. Dann gehe ich mal da rein und du stirbst. Und was soll das? Moment. Das sind jetzt solche Blöcke. Die habe ich noch nie kaputt bekommen. Bringt das irgendwas, wenn ich mich da elektrisieren lasse? Ah ja, da komme ich durch, aber... Moment. Aber das bringt nichts. Da ist der grüne Schlüssel. Welchen brauche ich? Eigentlich wäre der nächste der rote, ne? Also ich glaube, irgendwie da komme ich nicht ganz so durch. Seinen kann mit der Dings... dem Elektro irgendwas machen, was ich noch nicht weiß. Vielleicht, warte, wenn ich B drücke, passiert nichts. Okay, nein, ich denke, das kann ich vergessen, aber wohin soll ich sonst müssen? Moment. Ist da irgendwas zum Holen? Zum Holen. Ah, warte, warte, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ja, genau. Ja, genau. Und das habe ich übersehen. Ja, danke, du kleines, blödes Glücksbärchen. Ja, danke, du... Kann man den eigentlich ausweichen, wenn man sich duckt? Oder ist das unmöglich? Das ist unmöglich. So, okay, dann schnell und... irgendwie muss ich da vorbeikommen. Geht doch so. Okay, da ist der rote Schlüssel und da die rote Kiste. Endlich. Wow, das hat lange gedauert. Sorry, Leute, wenn der Part etwas überlang ist diesmal. Ich meine, ich im Vergleich. Ich nehme schon 25 Minuten auf, bei euch wird der Part also auch so 20 Minuten lang sein. Und jetzt da raus. Und rauf zur roten Kiste. Dann haben wir das Level endlich auch geschafft und dann kann ich den verdammten Part endlich beenden. Und beim nächsten Part geht's dann in eine neue Welt. So. So. Ach Gott. In Variant 2 wäre das total offensichtlich gewesen, aber da es hier solche versteckten Wände kaum gibt, habe ich das vergessen. Ja, eine neue Wachsmalkreide! Jetzt können wir das Bild da mit, wo Game drüber steht, endlich ein bisschen weiter ausmalen. So. Ja, komm.
Und kritzel, 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 kritzel. So. Das will ich jetzt sehen, wie das jetzt aussieht. So. So, wie sieht das jetzt aus? Moment. Ist da überhaupt... Hat sich da überhaupt was verändert? Ach so, der Himmel, der Hintergrund, der ist jetzt blau. Okay. Also. Das nächste Mal geht's genau hierhin. Zu The Stagnant Swamp, wenn ich das so richtig ausspreche. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.